Mein Name ist Moritz von Grottus. Ich bin 50 Jahre alt und bin der Founder und CEO von Bareways. Mein bester Ratschlag auf einer persönlichen Ebene ist: Hab ein Umfeld, das dich dahin trägt, wo du hingehen willst. Hab einen Partner, der unterstützt, was du tust. Hab ein Umfeld, was auf der einen Seite dich am Boden hält, aber auch motiviert, Großes oder spannende Dinge zu tun, sodass du wirklich dein Potenzial entfalten kannst. Ganz kurze Antwort ist dabei sicherlich mein Land Rover Defender. Aber eigentlich ist es etwas, es ist ein Gespräch gewesen, was ich mit einem mir sehr werten Herrn geführt habe, der so 20 Jahre älter ist, der hat mich auf das Thema Besitzstolz gebracht. Besitzstolz ist etwas, wo du dich an einem Gegenstand, an einer Sache, an einer Immobilie oder irgendwas einfach im tiefsten erfreust. Und du nicht sagst, ich hab's jetzt, weil irgendwie die Mode es mir sagt, sondern du wirklich sagst, ich laufe da rum, ich sehe etwas und erfreue mich dran. Und da ist eben sozusagen für mich tatsächlich mein Defender. Ich sehe das Auto auf der Straße stehen und denke mir, verdammt nochmal, ist das ein hübsches Auto. Und es gibt so zwei, drei Grad größere Investments, die ich in meinem Leben gemacht habe, wo es wirklich Besitzstolz für mich gibt. Und es gibt auch das Gegenteil, Aktien oder Häuser sind etwas, was mich nicht bewegt. Ich würde nicht bewegt sein, wenn ich auf ein Immobilienportfolio oder auf irgendwie ein Aktienportfolio schauen würde und sagen würde, wow, diese Aktien gehören mir. Da habe ich keinen Besitzstolz. Den habe ich bei meinem Auto. Es gibt noch so zwei, drei weitere Dinge, wo ich wirklich sage, die wärmen mein Herz. Ich habe ein Buch, was mich vermutlich im Leben, ich weiß nicht, ob es beeinflusst hat, aber zumindest immer wieder bewegt hat. Und das mag jetzt irgendwie altklug klingen, aber es ist Goethes Faust. Ich finde dieses Grundkonzept der Wette von Mephisto und Gott, dass wenn Faust irgendwann mal stehen bleibt und sagt, hier bin ich glücklich, hier möchte ich nicht weiter, ich muss nicht weiter lernen, ich muss nicht weiter schaffen, es drängt mich nicht weiter, sondern hier möchte ich bleiben, dass dann in einer gewissen Weise das Leben zu Ende ist und die Seele an Faust geht. Das ist etwas, was ich vielleicht jetzt nicht irgendwie als großen Ratschlag ins Leben mitbekommen habe oder mitgenommen habe, aber wo ich mich sehr, sehr wiedersehe, immer neugierig zu sein, was Neues zu machen. Ich habe jetzt das Privileg, 50 zu sein und immer noch mich mit Menschen umgeben zu haben, sowohl beruflich als auch privat, von denen ich was lernen kann, die mich nicht alt werden lassen, sondern konstant herausfordern. Das ist Partnerin, das sind Kinder, das ist aber auch ganz, ganz massiv mein berufliches Umfeld. Und den Faust, ich kann ihn nur jedem empfehlen. Ich bin in meinem Leben viel gereist und der Faust war als Reklamheft häufig das einzige Buch, was ich auf langen Rucksackreisen dabei hatte. Ich habe das Glück, dass ich mein Leben wenig im Stillstand verbracht habe. Und da muss man auch ganz klar sagen, meine Frau da mitgeht. Ich habe es in der Vergangenheit im Beruflichen immer erlebt, dass wenn ich zu lange auf einer Position war, so in das zweite, dritte Jahr kam, fing ich mich an, für MBA-Programme zu interessieren und teilweise auch zu bewerben. Das war immer der Augenblick, wo ich mich anfing zu langweilen, weil Routinen reinkamen. Und ich probiere gerne Sachen aus. Ich freue mich über Veränderungen. Ich freue mich darüber, dass in einem Startup-Leben eigentlich kein Tag wie in der andere ist und insbesondere kein Jahr wie das davorhergehende ist. Dass sozusagen das Leben in konstanter Veränderung ist. Wir sind jetzt vor einem halben Jahr nach Berlin gezogen, einfach weil wir es konnten und Lust darauf hatten, nach Berlin zu ziehen. Das sind so Veränderungen, die ich unglaublich bereichernd finde. Ich könnte es jetzt nicht an einem Punkt festmachen und sagen, keine Ahnung, ich bin vegan geworden und das hat jetzt mein Leben verändert. Nö, bin ich nicht. Vielleicht probiere ich das mal aus, aber im Augenblick steht das nicht zur Diskussion oder so. Ja, ich habe eine Morgenroutine. Zum einen gehe ich ganz selten unter die Dusche, ohne vorher etwas Gymnastik gemacht zu haben. Das liegt aber schlicht und einfach an meinem Rücken. Und wenn ich morgens Gymnastik mache und das durchhalte, bekomme ich keine Rückenschmerzen.
sonst am Tag sitze ich einfach viel zu viel und mache viel zu wenig Sport. Dann esse ich faktisch jeden Morgen Müsli. Und zwar ein Mix aus zwei Müslis, Knuspermüsli und Früchtemüsli. Das esse ich seit 20 Jahren. Und das ist etwas, auf das ich mich wirklich jeden Morgen freue. Das schmeckt mir so gut mit kalter Milch, inzwischen mit einem Apfel und Joghurt, dass das meine Morgenroutine ist. Und du wirst kaum erleben, dass ich das Haus verlasse, egal um welche Uhrzeit, ohne dass ich vorher mein Müsli gegessen habe. Ich bin ein hibbeliger Typ. Das heißt, zu lang kann ich mich sowieso selten mit einer Sache beschäftigen. Meine Frau fragt sich immer, wie ich es geschafft habe, ein Jurastudium durchzubekommen mit akzeptablem Ergebnis. Ich freue mich daran, wenn ich schnell Sachen erledigen kann und mich ans nächste setze. Ich neige dazu, Sachen einfach beiseite zu legen, wenn sie mich überfordern. Aber dann beschäftigen sie mich so und es gibt so zwei, drei Momente im Leben, wo ich von mir weiß, dass ich da gut denken kann und auf gute Ideen komme. Und die sind eigentlich immer mit Abstand verbunden. Nicht in hineinknien und hineinbohren, sondern etwas ganz anderes machen, manchmal Sport machen, in der Natur sein, mit dem Hund spazieren gehen, da komme ich auf die besten Ideen. Mein überraschendes Hobby ist vielleicht ein Ex-Hobby. Ich habe 20 Jahre zu spät angefangen mit dem Surfen, habe das 10, vielleicht 15 Jahre gemacht, jetzt in den letzten paar Jahren nicht mehr. Und das Überraschende dabei ist, ich bin wirklich katastrophal schlecht. Wenn ich in Ferien 15 Mal im Wasser war und irgendwie zweimal auf dem Brett gestanden habe, dann war das schon ein Erfolg, also wirklich, wirklich schlecht. Aber ich habe es total genossen, bis zum Oberkörper auf dem Brett zu sitzen, in den Wellen und die Wellen um mich drumherum zu haben. Kein Telefon, keine Menschen, die auf mich einreden. Die Beine im Wasser, teilweise auch einfach auf dem Sand stehend und das Brett neben mir haltend. Das habe ich total genossen. Nach dem Abitur war ich erstmal 2 Jahre bei der Bundeswehr, wie man das damals machte, und habe danach Jura studiert in München und dann Referendariat gemacht in Berlin. Ich arbeite heute nicht mehr juristisch. Das letzte Mal, dass ich juristisch gearbeitet habe, war, glaube ich, bis 2004, als ich Leiter der Rechtsabteilung von Deutschland, Österreich und Schweiz für Ericsson war. Und ich muss jedem abraten, mich zu kontaktieren, wenn es um juristische Fragestellungen geht. Mein Geschäftspartner Sascha Clement, mit dem ich zusammen Bearways gegründet habe und wir auch vorher schon einen anderen Startup hatten, Gestigon, würde aber immer sagen, dass ich sozusagen ein gewisses Grundverständnis für juristische Fragestellungen habe. Und ich würde auch behaupten, dass es eine Denkschule ist, die sehr hilft, Dinge bis ins Letzte aufzudröseln und dann wirklich zu versuchen, wie kann man das verbinden mit Erfolg. Das muss man allerdings in Beziehung setzen zu der Antwort, die ich, glaube ich, vor 2 Minuten oder 5 Minuten hatte. Ich kann mich gar nicht so besonders groß konzentrieren und Details sind auch nicht meine größte Liebe. Also ja, ich würde aus meiner damaligen Sicht wieder Jura studieren. Jura hat mich an den Punkt gebracht, wo ich heute bin, hat mich letztlich auch an den Punkt gebracht, wo ich die letzten 15 Jahre beruflich bin und war. Und das ist unglaublich befriedigender Punkt in meinem Leben. Und insofern würde ich das wieder machen und das war das richtige Studium für mich. Mein beruflicher Weg ist von reinem Zufall geleitet worden. Meine erste berufliche Station war bei der Allianz, weil ich Karriere machen wollte und mir vorstellte, Karriere bedeutet möglichst viele Menschen führen. Und bei der Allianz im Vorstand saßen viele Juristen, also gehe ich zur Allianz Versicherung. Habe das 1,5 Jahre gemacht, habe dort viel Arbeitsrecht gemacht, stand Samstagabend auf einer Party mit einem Juristen zusammen, den ich vorher nicht kannte. Der sagte, er arbeitet in einer großen Kanzlei, macht dort M&A und sucht einen Arbeitsrechtler. Und ich stand daneben und sagte, ich mache Arbeitsrecht und möchte eigentlich ein bisschen mehr machen. Sonntagabend hatte er meine Bewerbung im Briefkasten, ich glaube Bewerbungsgespräch Dienstag oder sowas. Und einen Monat später fing ich in der Kanzlei an. War ich in der Kanzlei. Habe da wahnsinnig spannende Sachen gemacht, habe auch insbesondere angefangen, Startups schon zu beraten. Wir bekamen das erste Kind. Meine Frau war, glaube ich, schwanger mit dem zweiten Kind. Saßen Sonntagmorgens gemeinsam im Bett. Kind krabbelte zwischen uns.
Ich las eine Stellenanzeige in der FAZ, gab es damals noch aus Papier, es gibt sie heute auch noch, aber der Stellenmarkt ist faktisch zusammengebrochen. Zeigte meiner Frau eine Stellenanzeige und sagte, schau mal her, das ist meine Traumstelle in 5 Jahren. Das war nämlich Leiter Rechtsabteilung bei Ericsson. Meine Frau sagte, ach, bewirb dich doch, was hast du zu verlieren? Dadurch kam ich zu Ericsson auf diese Position. Bin dann für Ericsson in die Schweiz gegangen, habe dort Vertrieb angefangen. Dann gab es einen Personalwechsel des Geschäftsführers von Ericsson Schweiz. Auf die Position habe ich mich beworben, nicht bekommen. Mein neuer Chef war, wir sind nicht so gut miteinander klargekommen. Daraufhin habe ich die Schweiz verlassen, war arbeitslos, habe gesucht, bundesweit gesucht, bin über einen Kontakt, bin über einen Kontakt an ein Beratungsunternehmen gekommen, die Patente verwerteten aus der Universitäten Richtung Wirtschaft mit einem ganz starken Start-up-Inkubationsmodell. In diesem Beratungsinstitut habe ich dann sozusagen den Rostocker Standort geleitet, bin Partner dort geworden, habe dort innerhalb dieses Modells meine ersten Startups gegründet, die mir allerdings nicht selbst gehörten, sondern ich war halt operativ der Geschäftsführer, habe dort meine ersten Erfahrungen gemacht, sowohl gute als auch schlechte. Bin dann aus dieser Partnerschaft raus, da kommt dann vielleicht wieder Faust ins Spiel, halb zog sie ihn, halb sank er nieder. Ich glaube, uns war beiden klar, dass ich da nicht ganz reinpasste. Bin dann durch einen früheren Kontakt zu Gestigon gekommen, bin dort, habe erstmal angefangen, Gestigon zu beraten, wie setzt man eine erste Finanzierungsrunde auf. Dann stellten wir fest, dass ich auch Vertrieb halbwegs hinbekomme und dass Sascha Clement und ich ganz gut zusammenarbeiten können. Und dann bin ich nach 4 Monaten dort als Late Founder und CEO eingestiegen. Sascha und Clement und ich haben dann Gestigon über 5 Jahre aufgebaut, haben Finanzierungsrunden gemacht, haben das Team jedes Jahr verdoppelt. Das Unternehmen dann im Jahr 2017 an die Valeo-Gruppe veräußert. Und dann waren wir 2 Jahre zuständig für die Integration des Startups in die Valeo-Gruppe, die, glaube ich, für beide Seiten ein großer Erfolg war. Und da Valeo uns, Sascha Clement und mir, nicht die Perspektiven bieten konnten, die wir uns vorstellten, wenn wir in dem Konzern bleiben sollten, haben wir uns dann im letzten Sommer, also Sommer 2019, quasi gemeinsam gekündigt und Bearways gegründet. Da bin ich jetzt. Ich bin ungeduldig, aber wahrscheinlich manisch ungeduldig. Mal mit sehr viel Ruhe bis hin zur Ignoranz ausgestattet und mal sehr ungeduldig. Ich habe gelernt, dass meine Ungeduld keinerlei Auswirkungen hat auf Dritte. Bloß weil ich ungeduldig bin, heißt es noch lange nicht, dass Dritte ungeduldig sind. Insofern ist das etwas, was ich sehr stark mit mir selber ausmache. Ich glaube, dass Offenheit in der Kommunikation einer der wesentlichsten Möglichkeiten ist, im Geschäftsleben voranzukommen, sowohl mit Kunden als auch mit Zulieferern, als auch im eigenen Unternehmen. Das führt nämlich letztlich dazu, dass man mit Freunden zusammenarbeitet, denen man vertrauen kann. Denn nur wenn wirkliche Offenheit besteht, wenn gute Kommunikation besteht, kann man Vertrauensverhältnisse aufbauen, die wiederum Basis für Freundschaften sind. Ich arbeite ausgesprochen gerne mit Freunden zusammen, wobei es natürlich auch manchmal eine Grenze gibt, wo man sich sagt, also man muss auch in der Lage sein zu differenzieren zwischen Freundschaft und Geschäft. Aber offene Kommunikation und wirklich sehr ehrliche Kommunikation ist immer die Basis dafür. Ich hatte das Privileg, als wir bei Valeo waren, dass ich dort Startup-Scouting gemacht habe für die Valeo-Gruppe und auf vielen Messen war, viel lesen konnte, mich mit vielen neuen Technologien beschäftigen konnte. Und in der Zeit habe ich mich viel mit Blockchain beschäftigt. Ich glaube, Blockchain ist immens wichtig, wird aber überbewertet in der Kommunikation. Ich glaube, dass Blockchain eine wichtige Technologie in unserem Leben werden wird. Aber der Hype von Blockchain ist etwas, was ich nicht ganz verstehe.
Kryptowährungen umgekehrt, an die glaube ich sehr. Ich glaube, dass Kryptowährungen, aber vielleicht insbesondere Kryptotokens, und dann sind wir auch wieder bei Blockchain relativ nah dran, eine sehr wichtige Rolle spielen werden in der globalen Kommunikation und im globalen Handel. Bislang erlebe ich allerdings diese ausschließlich als Währungsspekulation. Und ich habe seit dem großen Hype immer noch ein kleines Portfolio von Ethereums bei mir irgendwo liegen. Und ich glaube, jetzt war vorgestern oder sowas zum ersten Mal seit 3 Jahren, dass mein Portfolio wieder im Positiven ist. Und ich überlege mir jetzt alles zu verkaufen im Sinne von, dann brauche ich mich damit nicht mehr zu beschäftigen. Also ich glaube daran, dass die kommen werden. Im Augenblick sind die ganzen Krypto-Tokens und Währungen im Wesentlichen Spekulationsgeschäft. Aber die werden uns massiv beeinflussen. Ich weiß halt nicht, ob es in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren oder in 50 Jahren. Wenn ich etwas als innovativ und gut und wichtig für den Markt betrachte, bedeutet es noch lange nicht, dass das andere auch so sehen. Deswegen wird Innovation immer im Namen, im Auge des Betrachters liegen. Und ich würde ehrlich gesagt auch sagen, dass Innovation im Wesentlichen im Auge des Vermarkters liegt. Ich glaube, dass sich unsere Technologie, die uns umgibt, konstant weiterentwickelt, dass wir immer wieder neue Technologien in unser Leben lassen wollen und müssen, um die Herausforderungen von uns privat, aber auch vielleicht gesellschaftlich oder umwelttechnisch oder wie auch immer lösen müssen. Wenn man das mit Innovationen umschreibt, dann wird es häufig sehr, sehr fluffy und wenig präzise. Ich finde neue Lösungen eigentlich sehr viel angemessener als vage Innovationen. Ich finde Mentoren etwas immens Wichtiges, wobei ich den klassischen Mentor im Sinne von den väterlichen Freund, den ich ansprechen kann, nicht habe. Aber ich habe das totale Privileg gehabt, dass ich eigentlich in meinem gesamten beruflichen Leben und auch viel in meinem privaten Leben Menschen um mich herum hatte und habe, die so viel schlauer und erfahrener sind als ich, dass ich konstant von denen lernen kann. Ich habe das Glück, dass ich mit einigen Freunden zusammenarbeite, die ich fragen kann, die mir gute, ehrliche Antworten geben, die mich auch genauso kritisieren und sagen, Moritz, da liegst du total auf dem Holzpfad, das funktioniert so nicht. Und eigentlich in jeder beruflichen Station, die ich hatte, hatte ich als Chefs, als Kollegen, teilweise auch als Mitarbeiter, die wirklich auch personell unter mir angesiedelt waren, Leute, bei denen ich einfach nur wow sagte und sagte, die können was, die denken in einer Weise, die agieren in einer Weise, dass ich mir da unglaublich viel von abschauen kann. Und das führt dazu, dass für mich, und das kommt so ein bisschen zu dieser Frage des Vertrauens zurück, dieser Bereich zwischen Arbeit, Vertrauen, Freundschaften ein relativ fließender ist. Und ich wirklich einfach privilegiert bin, mit unglaublich brillanten Menschen mein Leben lang mich umgeben haben zu dürfen. Ich weiß nicht, wie viele Konjunktive und Beiwörter ich da noch in den Satz reinbringen müsste, damit der grammatikalisch richtig ist. Sascha Clement und ich haben Bearways 2019 gemeinsam gegründet, um die Navigation und die Mobilität auf schlechten Straßen global zu verbessern. Schlechte Straßen, wir verstehen darunter nicht asphaltierte Straßen. Nicht asphaltierte Straßen sind etwa 80% der Straßen, die uns unsere Standard-Navigationssysteme benennen. Das mag vielleicht weniger relevant in Deutschland sein, aber schon in Schweden sind 75% aller Straßen nicht asphaltiert. In den USA sind es 34%. Und da braucht man jetzt noch nicht über Indonesien, Indien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Kanada zu reden. Wir wollen die Mobilität auf diesen Straßen verbessern, indem wir mehr Daten über die Straßenoberfläche und die Befahrbarkeit im jetzigen Augenblick mit deinem Fahrzeug zur Verfügung stellen.
Wie ich vorhin schon erzählt hatte, haben Sascha Clement und ich zuvor gemeinsam Startup Gestigon aufgebaut und die Valeo-Gruppe verkauft, waren dann 2 Jahre noch bei Valeo, haben dort die Integration begleitet, haben dort mit über viele Möglichkeiten für uns gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es für uns persönlich innerhalb der Valeo-Gruppe. Wir haben aber auch angefangen, früh uns darüber Gedanken zu machen, wollen wir eigentlich zusammen wieder ein Startup gründen und sind schlicht und einfach mit offenen Augen durch die Welt gegangen. Und für mich gab es ein ganz punktuelles Erlebnis. Ich war im Winter als Beifahrer in einem kleinen 4x4 Geländewagen im Thüringer Wald unterwegs. Es hatte zuvor die Tage geschneit, es hatte am Tag davor, hat es sich leicht aufgewärmt, hat dann nachts wieder gefroren und wir sind an einem Waldweg hängen geblieben. Der war jetzt nicht wahnsinnig steil, aber er war halt eisbelegt und dieses Vierradantrieb getriebene kleine Geländewagen kam da einfach nicht hoch. Und dann saß ich auf meinem Hochsitz, wartete irgendwie auf Rehe und Wildschweine. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da irgendwas gesehen oder geschossen habe. Aber saß da oben und sagte mir, wieso hat das Auto das nicht gewusst? Wieso wusste das Auto nicht, wie steil die Straße ist? Wieso wusste das Auto nicht, es hat geschneit, es könnte rutschig sein? Und wie viel Grip die Reifen haben? Das sind ja alles Daten, die sind vorhanden. Da gibt es Sensoren, da gibt es Wetterdaten, da gibt es Landkarten. Und das war sozusagen der Nukleus des Problems. Und dann hatten Sascha und ich eine Aufteilung. Ich habe mir Marktthemen angeschaut, sozusagen wie groß ist der Markt, kann man das verkaufen, können wir das verkaufen. Sascha hat sich Sachen von der technischen Seite angeschaut. Und dann haben wir erstmal geschaut, wie viele Angler und Jäger und Landwirte gibt es in Deutschland und ist das eigentlich ein größeres Problem? Und dann kamen wir eben auf diese Zahlen, dass 80% aller Straßen weltweit nicht asphaltiert sind. Dann kamen wir auf den Punkt, dass SUVs und 4x4-Fahrzeuge das Growth-Segment im Automotive sind. Dass Innovationen im Augenblick für den urbanen Raum, das heißt für Silicon Valley, München, Berlin, Frankfurt geschaffen werden. Aber wer kümmert sich um die restliche Bevölkerung, 50% der Weltbevölkerung? Und diese 50% der Weltbevölkerung, da gibt es natürlich auch arme Menschen und arme Regionen, aber die gesamte Mittelschicht lebt eben dort auch. Und das heißt, weltweit werden ganz ähnliche Fahrzeuge gekauft, irgendwie auf dem Land außerhalb von Jakarta, wie in München. Vielleicht mit ein bisschen anderer Ausstattung und ein bisschen anderes Modell, aber die Problematik ist die gleiche. Und wenn wir es schaffen wollen, dass wir moderne Mobilität auch auf den ländlichen Bereich bringen, dass wir sowas wie E-Mobilität in den ländlichen Bereich bringen, dass wir autonomes Fahren oder teilautonomes Fahren in den ländlichen Bereich bringen, was plötzlich eine gesellschaftliche Teilhabe für junge und alte Menschen bedeutet. Wenn wir diese Innovationen, die wir sowieso genießen, in die ländlichen Raum auch bringen wollen, dann müssen wir mehr Daten über die dort vorhandenen Straßen haben, als es heute der Fall ist. Und das war sozusagen der Nukleus, aus dem sich diese Geschäftsidee entwickelte, für die sich Sascha Clement auf der technischen Seite immer mehr begeistern konnte. Und wo ich auf der Marketing- und auf der strategischen Seite und letztlich auf der Investorenseite glaubte, das vermarkten zu können, verkaufen zu können. Das Problem, was wir lösen wollen, ist das zur Verfügung stellen von Daten. Wir wollen quasi für jede nicht asphaltierte Straße weltweit sagen können, wie kannst du mit deinem Fahrzeug und deinen Fahrpräferenzen dort unterwegs sein. Und das kann der Logistiker sein, das kann das NGO im Notfall sein, das kann das Buschtaxi sein, das kann aber auch der Urlauber sein oder der Handwerker, der einfach nicht hängen bleiben möchte auf dem Weg zu seinem nächsten Auftrag. Dementsprechend sehen wir auch den Markt, dass am Ende jedes Fahrzeug, was in diesen Regionen fährt und nicht immer nur quasi im eigenen Dorf bleibt, die Technologie nutzen kann. Das heißt, das kann sein, dass der Mensch, der irgendwo Downtown Berlin oder Downtown Frankfurt wohnt und zweimal im Jahr seine Großmutter auf dem Land besucht und dort auch mal durch den Wald fahren möchte, die Technologie in seinem Fahrzeug mitverbaut hat. Aber das kann eben auch der Handwerker sein, der in einem Vorort von Dallas lebt und dort als Lohnhandwerker von einem Kunden zum nächsten fährt und sagt, Zeit ist Geld, ich kann hier einfach nicht hängen bleiben, selbst wenn es irgendwie mal besonders trocken oder besonders feucht oder ähnliches ist.
Wir glauben, dass die Lösung die meiste Kraft entfaltet, wenn sie ins Auto integriert ist. Wer der Systemintegrator und damit unser Kunde ist, ist aber offen. Das kann einer der Navigationskartenhersteller sein, das kann ein klassischer Tier One sein, das kann aber auch ein OEM sein, der erst auf der letzten Wertschöpfungsstufe die Integration vornimmt. Da sind wir offen. Und es ist ganz klar das Ziel, dass in ein paar Jahren ein signifikanter Teil aller weltweit verkauften Autos unsere Technologie nutzt. Ob signifikant dann 1% oder 15% ist, das ist, glaube ich, eine Frage für Excel. Zum Thema Produktentwicklung fällt es mir sehr schwer, eine qualifizierte Antwort zu geben. Sascha Clement und ich arbeiten dort als Team. Er ist der Softwareentwickler. Er baut das Team auf. Er macht sozusagen die gesamten Operations in Lübeck. Er baut die Lösungen. Und am Ende ist er auch der, der sagt, welche Features in die Lösung reinkommen und welche nicht reinkommen. Das, was ich dort halt mitbringe, ist die Marktsicht. Ich rede mit den Kunden, ich rede mit potenziellen Kunden, ich rede mit Endusern, ich rede aber auch mit Investoren, viel mehr auf, was könnte der Markt brauchen, und Sascha muss dann entscheiden, was können wir davon und wie setzen wir das um. Das, wo ich, glaube ich, am meisten gelernt habe, ist, dass Teams, die einen solchen Startup oder die gründen wollen oder ein solches Problem lösen wollen, heterogen sein müssen und beides können müssen. Sowohl die Innensicht, was baue ich, wie baue ich es, wie löse ich es, als auch die Außensicht, was will eigentlich der Markt? Und da muss man, und da kommen wir wieder auch zu diesem langen Bogen zum Vertrauen zurück. Ich muss das Vertrauen in Sascha haben, dass er das Beste baut, was der Markt oder was die Technologie ermöglicht. Und Sascha muss das Vertrauen in mich haben, dass ich es bestmöglich vermarkte und das Geld dran schaffe, dass wir weiterarbeiten können. Und diese Teamfähigkeit und dieses auch am Ende abgeben. Es gibt immer wieder mal Dinge, die in der Organisation, die ich mir anders vorstellen würde, als Sascha umsetzt. Aber es nützt überhaupt nichts. Ich sitze nicht bei uns im Büro in Lübeck und rede mit den Leuten jeden Tag und setze dort Prozesse auf. Ich kann dort Anregungen geben, aber am Ende muss jemand anders die Entscheidung treffen. Und genauso ist es umgekehrt. Und letztlich geht es dann auch, und auch das ist wieder Vertrauen, auch bis hin zur Delegation mit unseren Mitarbeitern. Wenn ein Mitarbeiter mir sagt, nein, das geht so nicht, oder ja, das tue ich, dann verlasse ich mich darauf, selbst wissend, dass es vielleicht anders im Ergebnis ist, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist nun mal der Kern von Delegation und Empowerment, dass Mitarbeiter, wie gesagt, egal auf welcher Ebene, ob die gleichebenig sind, ob die vorgesetzt sind oder ob die sozusagen Teammitglied sind, eigene Entscheidungen treffen und dann vielleicht ein bisschen anderes Ergebnis rauskommt, als man sich das selbst vorgestellt hat. Aber das ist halt ein Teil von Teamfähigkeit und ein Teil von Vertrauen. Und solange wir die gemeinsame gleiche Vision haben, was wollen wir damit erreichen, sind bisher auch immer noch gute Ergebnisse herausgekommen. Das heißt, für mich ist dieses ganz wichtiger Faktor, ich kann nicht alles machen, ich muss delegieren, ich muss vertrauen darauf, dass andere Aufgaben erfüllen und ich muss auch akzeptieren, dass die es häufig anders machen als ich, aber ganz ehrlich gesagt fast immer besser machen, als ich es machen würde. Also insofern fällt Vertrauen da sehr einfach, insbesondere bei unserem jetzigen Team. Ich habe es immer wieder, dass ich mit anderen Startups in egal welchen Phasen spreche, durfte bei ein oder zwei auch schon als Beirat unterstützen. Ich glaube, das größte Learning, was ich diesbezüglich hatte, war, dass sich die Teams, die ein Startup gründen wollen, sehr, sehr genau klar machen wollen, was wollen sie damit eigentlich erreichen. Ich erlebe zu viele Startups, die sagen, wir wollen hier ein blühendes Geschäft aufbauen und das langfristig machen. Das ist für uns wichtig. Das ist ein persönliches Anliegen, eine Mission, vielleicht Impact. Dann aber im nächsten Satz sagen, ja, und jetzt holen wir uns einen Venture Capital Geber. Und wenn ich einen Venture Capital Geber in mein Unternehmen reinhole, weiß ich, dass Wachstum und Exit die einzige Möglichkeit sind. Das kann ein IPO sein, aber dann ist Wachstum das Ziel. Die sind nicht eine Bank, die ein Venture Capital Geber ist nicht eine Bank, die einfach Geld gibt und sagt, ach,
zahle es mir irgendwann zurück, aber das ist dann auch in Ordnung so, sondern die wollen vervielfachen den Wert ihres Portfolios. Und ich glaube, dass zu wenig Startups sich wirklich im Team darüber Gedanken machen, was wollen sie damit eigentlich erreichen? Unternehmen können extrem unterschiedlich sein. Gründer können extrem unterschiedliche Ziele haben. Man muss einfach nur darüber reden und als Gründerteam eine gemeinsame Vision entfalten. Und dann muss man realistisch sagen, was brauche ich, um diese Vision zu erreichen? Da kann manchmal die Antwort sein Venture Capital und Fremdfinanzierung und Wachstumsfinanzierung. Dann kann auch manchmal sein maximale Flexibilität. Wir müssen umziehen in irgendeine Großstadt oder irgendetwas. Und andere sagen, nein, eigentlich möchte ich doch nur die Technologie, an der ich in den letzten Jahren meine Promotion geschrieben habe, in den Markt bringen und dann in irgendeinem mittelständischen Software oder sonstigen Unternehmen diese Technologie weiter verwirklichen und verbessern. Und da sehe ich meinen Lebensinhalt drin, einen kleinen Mittelständler aufzubauen, die genau das tun. Das sind ja alles unglaublich werthaltige Schritte. Ich bewundere jeden, der Unternehmer werden will. Ich unterstütze auch jeden, der mich fragt, der Richtung Unternehmertum in der einen oder anderen Form gehen möchte. Ich finde das unglaublich gesellschaftlich wichtig. Bin da ja zufällig auch irgendwie reingestolpert. Aber man muss sich halt klar sein, was man will. Und da werden ganz, ganz viele Weichen müssen am Anfang richtig gestellt werden, damit man am Ende sich nicht fremdgesteuert fühlt. Und diese Diskussion ist etwas, was ich immer sehr gerne anrege. Wenn ihr mehr wissen wollt über Bearways, über das beste Team, was es jemals auf der Welt gab bei Bearways, dann findet ihr uns auf allen sozialen Medien, also Twitter/Bearways, Facebook/Bearways, LinkedIn/Bearways, auch natürlich auf der Webseite. Da gibt es auch einen Blog und einen Newsletter, den man subscriben kann. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, macht ihr es am besten über LinkedIn. Da bin ich recht aktiv und freue mich auch über alle Kontaktaufnahmen, die nicht unmittelbar damit verbunden sind, mir irgendwie ein Machine Learning Outsourcing Team in Usbekistan zu vermitteln. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.